Das ist eine super Überleitung, Antirassismusüberlegung. Wir haben ja noch zwei Gäste, die ich auch herzlich begrüßen möchte. Einmal Jennifer TV und, warte, uiuiui, Entschuldigung, Arif Abdullah Haidari. Herzlich willkommen. Hi. Hallo, ihr Hallo. Lieben. Vielleicht zwei Worte zu euch, ihr ergänzt dann selbst. Jennifer, du bist aktivistisch unterwegs, derzeit auch bei der Black Lives Matter-Bewegung im Orga-Team und kannst uns sozusagen von dem Inner Circle berichten. Und Arif, du bist freiberuflicher Journalist und Sprecher im Forum Asyl und Zuwanderung bei der Mutpartei. Schön, dass ihr da seid. Genau, Arif, wenn wir jetzt über rassistische Praktiken sprechen, hast du ja mit Sicherheit auch einiges zu berichten. Möchtest du einfach mal erzählen? Ja, grüß Gott, wie du gesagt hast, mein Name ist Arif und ich bin europäischer Vizemeister beim Karate. Das muss ich auch Hey! mit sehr Stolz sagen, weil das mit sehr trotz sehr Schwierigkeiten haben wir geschafft. Ich mit meinem Bruder, das heißt, haben wir das, mein jüngerer Bruder ist auch europäischer Vizemeister. Trotz der Schwierigkeit, warum sage ich, weil wir hatten oft Wettkämpfe in anderen Ländern, da konnten wir nicht teilnehmen, weil wir keine Pass gehabt oder keine, unsere Asylverfahren lief damals und da durften wir nicht mitmachen. Und das war auch sehr schmerzhaft war für mich, dass ich sehr gut konnte vorstellen, dass ich dorthin gehen können oder gewinnen konnte, aber durfte ich nicht, weil ich keine oder meine Asylverfahren läuft noch. Und dann, wie ihr gesagt habt, wegen Diskriminierung, ich habe während der Corona am 16. April, ich war in Hoffmannstraße mit meiner Kamera und mit meinem jüngeren Bruder. Wir sind extra so weit dorthin gefahren, um die Videoaufnahme zu machen oder eine Videoaufnahme machen und in Social Media zu posten und die Leute aufmerksam zu machen, dass die Geflüchteten in viele Unterkünften, auch in Bayern, unter sehr schwierigen Bedingungen leben, dass die Hygienevorschriften sind sehr schlecht in Unterkünften und Isolieranlage und die müssen die Toiletten und Küchen miteinander teilen und auch Waschräume und in viele Unterkünften, dass ich selber gelebt habe, da war fast keine Toilette, wie Sheikh hat auch gesagt, oder war eine von ungefähr mehr als 100 oder 200 Leute. Und das habe ich selber auch damals erlebt oder vor 3 Jahren, dass ich in Unterkunft war. Ich konnte Monate nicht in Unterkunft duschen, sondern ich musste immer in Sportverein dorthin duschen. Ja, und genau, und war ich oft auch in Stadtbüro und da habe ich schon erzählt, dass so nicht weiter oder es ist nicht gut, was da läuft, aber es hat gar nicht sich bewegt und in Unterkünften oder besonders in Hoffmannstraße seit 2 Jahren gibt es Bettwanzen und Oh. leider innerhalb dieses 2 Jahren hat sich gar nicht bewegt, trotz dass der Bayerische Rundfunk hat Berichte darüber gemacht, aber leider von Politik oder von Behörden keine Aktionen oder keine Bewegung rausgekommen. Wir wissen, wenn wir in Deutschland oder wenn in Deutschland ein Haus oder eine Wohnung oder ein Zimmer Bettwanzen gibt, dann wird das sofort garantiert oder wird das unter Quarantäne gesetzt oder Leute kommen nicht, dürfen nicht reinkommen, spezielle Leute kommen mit spezieller Kleidung rein und da wird das monatelang gegen den Bettwanzen aktiviert, aber in Flüchtlingsunterkunft ist es egal. Und seit 2 Jahren wohnen Familie mit Kindern ganz normal. Und da die Bettwanzen, ich habe Videoaufnahmen von drinnen bekommen, dass der in Kühlschrank, Wahnsinn. in Zimmers reingegangen oder ganz normal. Und die Kinder, ganze Armen, ich habe Fotos
Arm oder Beine ist gestochen von diesen Bettwanzen, aber leider gar nicht oder keine sagt darüber oder keine Behörden, meine ich, bewegt sich einfach nicht und das tut echt sehr weh. Und dann auch beim besonderen Fall, dass wir 2017 beim ASEF junge Afghaner als von Berufsschule abgeholt von Polizei. Da war besonders wirklich, vielleicht Stefan Dunwald weiß davon mehr und da damals von Mutpartei hat auch denen oder die Studenten oder Schüler, dass sie gegen Polizisten oder vor der Afghaner sich Einsatz. Wir haben in den Landtag geholt und da haben wir auch gesprochen. Die viele Studenten, auch die Deutschen, die haben Anzeige gekriegt von Polizei und die müssen Strafe zahlen, weil die einmal Mittelfinger zum Polizei angezeigt und was die Polizei gemacht hat, da keine Behörde redet darüber, das ist richtig eine Diskriminierung und einfach man muss nicht so weit so nach Amerika schauen, man muss auch in Bayern, auch in Deutschland, dass man sagt wirklich, dass die Grundgesetze in erster Stelle oder Menschenrechte ist in erster Stelle. Aber leider in Bayern geht die Polizisten oder viele Büro oder Beamten mit nicht nur mit Geflüchteten, sondern mit vielen anderen Leuten sehr schlecht um oder ganz anders um und das macht Wut. Und bei meinem Fall war auch da, dass die Polizei angerufen und die Polizei hat keine anderen Gründe und die haben einfach Bußgeld für uns geschrieben, weil wir ohne kräftige Gründe unsere Wohnung verlassen haben. Und normalerweise, wenn jemand will, was bewegt und da bekommt man schnell Anzeige oder Probleme mit der Polizei und so. Das nicht richtig ist. Und dann nur noch ein Fall, ich will nicht viel darüber oder viel reden. Alles gut. In Rosenheim vor genau 1,5 Monaten sowas, die Rosenheim gesagt, okay, es ist viele in einer Unterkunft, die Anzahl von infizierten Geflüchteten sind viel zu viel und da müssen wir einige in andere Unterkunft verlegen. Vor 65 Personen, das heißt, die 65 Geflüchtete sollten in eine andere Unterkunft untergebracht werden, war 150 Polizei dabei. Und dabei waren mehr als Hälfte von denen Spezialeinheit. Stell dir vor, wie viel Gesundheit haben und viele anderen. Und das macht wirklich Angst, nicht nur vor Geflüchteten, sondern auch vor die normale oder von anderen Leute. Und das, ich glaube, das macht mehr, wie heißt, Aggressionen oder mehr Konflikt zwischen Geflüchteten und ganz normale Bürger. Weil wenn ich nur jeden Tag in Radio oder in Fernseher oder in Zeitung lese, dass nur in Unterkünften sind die Infizierte oder Geflüchtete sind oder zwischen Geflüchtete, Infizierte, Corona sind fallen sehr hoch, dann habe ich sofort Angst oder werde ich sofort mich oder Abgrenzung werde sofort in die Idee kommen und dann auch, ich glaube, Rassismus, mehr Rassismus, weil da nicht direkt, sondern indirekt auch die Media stärkt den Rassismus, weil wenn der sagt, okay, hier in dieser Unterkunft sind ungefähr 400 Geflüchtete infiziert, dann das ist auch eine sehr gute Begründung für die Rechtsszene, dass die sagen, okay, ja, hier ist das und dann in dem Fall, aber das ist nur ein Schicksal für Geflüchtete oder das ist eine Pech sozusagen für Geflüchtete, die können leider davor nicht, weil Behörden waren nicht bereit davor oder die haben nicht die Möglichkeit oder die hatten nicht vorgesehen, dass so eine Welle wiederkommt. Wow, danke fürs Teilen, Arif. Bitte. Ja, und wo Schmerzen sind,
wächst natürlich auch unheimliche Kraft. Also Cher, du hast das ja gezeigt, indem du eben eigene Räume geschaffen hast, es jetzt so ein Format gibt. Und Jennifer, erzähl doch mal, was ist deine Strategie, mit diesen Schmerzen umzugehen? Also zunächst, ich versuche sehr stark Social Media zu benutzen, um halt Awareness zu spreaden. Das ist die einfachste Art. Und ich glaube, es ist sehr schwer, also vor allem in der schwarzen Community merkt man halt sehr stark, dass es schwer ist für viele, über ihre rassistischen Erfahrungen zu sprechen. Und erst jetzt kommen viele Menschen, weil sie für einmal das Gefühl haben, gehört zu werden. Und es ist wichtig, dass wir auch über unseren Schmerz sprechen. Also ich merke es auch an meinem Vater. So, wir sprechen nie über die ganzen Mental Health Issues, die es in der Black Community gibt. Wir sprechen nicht über, wie schmerzhaft es für einen Menschen ist, so schlecht behandelt zu werden oder diese Geschichte mit sich zu tragen. Und es wird immer unter den Teppich gekehrt. Vor allem uns wird konstant das Gefühl gegeben, als müssten wir dankbar sein für die Art, wie wir jetzt behandelt werden, als wäre es schon so lange her und als wäre Rassismus von gestern. Also ich wurde schon so oft gefragt, gibt es in Deutschland überhaupt noch Rassismus? Und erst jetzt werden viele darauf aufmerksam, dass Rassismus immer noch existiert. Rassismus war nie weg. Und für mich ist das Wichtigste erstmal, dass Menschen, also vor allem schwarze Menschen, jetzt das Gefühl haben, gehört zu werden und auch klar mit ihren Emotionen umgehen. Denn vor allem jetzt, was wir auch auf Social Media sehen oder in den Medien allgemein in den Nachrichten, wir werden konstant mit schrecklichen Bildern konfrontiert. Wir sehen die ganze Zeit Menschen, die für ihre Hautfarbe umgebracht werden. Und es ist einfach schwer, es zu sehen. Also selbst ich spüre dadurch extreme Anxiety, wenn ich das sehe, weil ich denke mir, okay, wir sagen zwar die ganze Zeit Amerika, Amerika, doch in Deutschland, also so wie Arif gesagt hat, in Deutschland sind die Polizisten nicht sehr viel besser. Nur hier ist der Unterschied, dass sie, also natürlich nicht alle Polizisten, aber hier ist der Unterschied, dass Polizisten einen nicht direkt erschießen dürfen. Aber es gibt so viele Fälle, in denen es ausgeartet ist oder in denen Menschen einfach nur aufgrund von ihrem Aussehen angehalten wurden, kontrolliert wurden, meistens mitgenommen wurden, angesprungen wurden von Polizisten, geschlagen wurden von Polizisten. Und hier filmen wir das alles eben nicht. Und deswegen wird es nicht gesehen. Und jetzt gerade kommt dieser Moment, wo wir endlich darauf aufmerksam werden und wo Menschen anfangen, damit konfrontiert zu werden, dass Rassismus existiert. Und vor allem in der Black Community fangen Menschen ein paar sogar erst jetzt an, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie ihr ganzes Leben lang Rassismus erfahren haben, doch sie es einfach konstant unter den Teppich gekehrt haben. Und für mich ist es gerade wichtig, dass wir halt uns zusammentun, denn es gibt halt einen starken Hass, der auch in der Black Community existiert und der gefostert wurde, damit wir uns eben nicht zusammen erheben, sozusagen. Für mich ist das Wichtigste, dass wir jetzt sehen, hey, wir sitzen gemeinsam in einem Boot und wir müssen draus wachsen und wir müssen versuchen, Sachen umzukrempeln. Und ich finde es echt schön zu sehen, wie viele verschiedene Menschen zusammenkommen, egal welche Farbe. Doch wir dürfen nicht vergessen, es ist auch wichtig, dass wir jetzt Spaces for Black People haben. Also, dass Schwarze sich untereinander pushen und nicht wieder nach unten gedrängt werden. Und dass sie auch endlich lernen, was ihre Geschichte ist. Denn im Geschichtsunterricht haben wir einfach so eine negative Bindung, so einen negativen Bezug zu unserer Farbe. Alleine im Fakt, dass alles, was ich gelernt habe, und ich war im französischen System, aber mir ist klar, dass es im deutschen System ähnlich ist. Obwohl ich habe beides, in Geschichte hatte ich beide Systeme. Und alles, was wir gelernt haben über Afrika, war basically Kolonialisation und Sklaverei. Und das war's. Und es war so, in 2 Wochen hatten wir das Thema durch. Und ich denke mir, das sind über 400 Jahre Geschichte. Und Afrika wird reduziert darauf, als wäre davor nichts gewesen, als hätten wir die ganzen Frauen an der Macht davor nicht gesehen, als hätten wir einfach, als würden wir ignorieren, wie viele Ressourcen eigentlich in Afrika kreiert werden. Und uns wird konstant erzählt, ja, eure Regierenden haben euch verkauft. Ihr solltet dankbar dafür sein. Und es ist wichtig, dass Menschen jetzt anfangen zu lernen, wer hat am meisten von Kolonialisierung profitiert? Wieso wird uns nur die halbe Geschichte erzählt? Wieso wird uns nicht von der Black Wall Street erzählt oder dem Black Wall Street Massacre? Wieso wird uns nicht erzählt, dass afrikanische Währungen nicht akzeptiert werden, weil ein Land wie Frankreich ohne seine Bindungen zu afrikanischen Ländern nichts wäre? Und es ist einfach wichtig, dass wir einfach lernen, auch im Geschichtsunterricht, dass eingebracht wird, was ist die wahre Geschichte von Afrika? Wie viel Ruhm und wie viel Reichtum und Co. ist in diesem Land? Wie viel haben Afrikaner zur Zivilisation beigetragen? Denn erst dann, wenn Menschen auch verstehen, dass Afrikaner nicht nur die armen kleinen Menschen sind, die versklavt wurden und Co.,
erst dann werden Leute uns ebenbürtig sehen. Weil gerade ist es eher eine Art Mitleid, die präsent ist. Doch das, was schwarze Menschen vor allem wollen, ist Respekt. Sie wollen gleich behandelt werden. Und es ist wichtig, dass Menschen auch den Teil der Geschichte sehen. Sklaverei und Co., das ist extrem wichtig. Denn es ist passiert und es affektiert uns bis heute noch. Extrem viele Systeme institutionell sind immer noch da, die uns oppressen. Aber es ist auch wichtig, dass wir weiter nach hinten schauen und sehen, wo wir mal waren und was möglich ist. Denn uns wird konstant angeredet, Afrika ist arm und Leute da sind dumm und die Bildungssysteme sind extrem schlecht. Doch aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ein Abi in einem afrikanischen Land, also französischsprachigen afrikanischen Land, ist viel härter als eins in Frankreich. Ich hab die verschiedenen Abituraufgaben angeschaut und deren Schulsystem ist next level. Aber viele wissen es nicht. Die denken sich einfach nur, okay, die sind dumm. Oder die haben kein Geld, um in die Schule zu gehen. Und es geht darum, eins nach dem anderen diese ganzen Biases umzuwürfeln, aber auch zu verstehen, inwiefern wir auch in Deutschland immer noch systematisch runtergehalten werden, alleine. Und es fängt an im Kindergarten mit einem Stift, genannt Hautfarbe. Oder es fängt an in der Schule, im Geschichtsunterricht, wenn uns bestimmte Ansichten beigebracht werden, die nicht völlig stimmen. Und es geht weiter in den Medien, in den Nachrichten, die konstant nur die halbe Information weitergeben. So wie vorhin gesagt wurde, es wird immer darüber berichtet, oh, in Flüchtlingsheimen ist Corona ausgebrochen oder was auch immer. Doch wenn es jetzt in einem kleinen Restaurant ausbricht, davon spricht keiner. In einem Biergarten, davon spricht keiner. Und es ist einfach wichtig, dass wir all diese einzelnen Parts umwürfeln, damit wir auf ein Eco-Footing kommen und dass Menschen anfangen, einfach wirklich ein klares Bild für sich zu entwickeln und nicht konstant davon abhängig sind, was ihnen in den Medien oder selbst im Geschichtsunterricht traurigerweise beigebracht wird. Wow, danke. Sehr, sehr klare Worte.